So sieht's aus. Das wollen wir machen. Und wie wir das hinkriegen, das zeige ich euch gleich. Es ist ein super Essen, kann ich euch vorher schon wegsagen. Hi, hier bin ich wieder, euer Pavel von Pavel Production. Heute geht es um das Thema fit und schlank durchgrillen. Wir werden heute Winterkabeljau zubereiten. Der wird zuvor gewürzt mit Salz und Pfeffer, mit dem Abrieb einer Zitrone, ein bisschen Zitronensaft und Olivenöl. Da drin wird er dann ca. 20 Minuten mariniert. Und das machen wir jetzt. So, als erstes der Abrieb einer Zitrone. Ich glaube, das reicht schon. Das werden wir gleich noch ein bisschen klein schneiden mit dem Messer. Sonst ist das zu grob. Nun brauchen wir noch den Saft einer Zitrone. Eben schnell ausgepresst. Nun geht's zum Marinieren. Zuvor werden wir den Fisch mit etwas Olivenöl bepinseln. Von beiden Seiten natürlich. Das hat den Vorteil, nicht nur, dass die Gewürze besser haften, sondern es gibt bei gutem Olivenöl einen angenehmen Geschmack. Ein wenig Pfeffer. Das ist übrigens Metzgerpfeffer aus dem wunderbaren Bamberg. Meersalz, Maldensalz. Ich nehme nur Maldensalz. Das ist ein ganz hervorragendes. Man kann da kaum zu viel von nehmen. Ein bisschen Abrieb der Zitrone. Drehen das Ganze um. Das gleiche Spiel. Pfeffer. Meersalz. Den Rest des Abriebes, der Zitrone. Das Ganze werden wir jetzt in eine Form packen zum Marinieren. Mit zu marinieren mit unserem Zitronensaft. Wir marinieren mit Zitronensaft weiterhin. Das Ganze stellen wir jetzt in den Kühlschrank für 20 Minuten. In der Zwischenzeit werden wir unsere Soße zubereiten. Die wird hinterher, wenn der Fisch fertig ist, über den Fisch gegossen. Wir nehmen dazu eine Handvoll Petersilie. Weiterhin nehmen wir Olivenöl. So 75 ml sollte reichen. So in etwa. Und Schluck. Dann kommt Pfeffer und Salz dazu. Pfeffer. Eine gute Menge Salz. Ein bisschen Oregano. Ein halber Teelöffel. So in etwa. Ein bisschen Chiliflocken, einen guten halben Löffel, ein Teelöffel, das sollte reichen, sonst wird es zu scharf. Und natürlich unser Knoblauch.
und natürlich auch unsere Zitrone. Zuerst abmachen. Das schneiden wir noch ein bisschen klein. Sonst ist das zu grob. Eben den Saft auspressen. Mit hinein. Und jetzt mixen wir das Ganze. So sollte das Ganze dann aussehen. Das kommt hinterher über den fertigen Fisch. So, in der Zwischenzeit habe ich meine Holzplanken gewässert. So circa 1,5 Stunden. Auf den Grill gepackt, damit sie von einer Seite trocken sind. Und da kommen jetzt unsere Fische drauf. Unsere Fischfilets drauf. Der wunderbare Winterkabeljau. Den schlagen wir etwas ein, weil er hier zu dünn ist. Sonst gart er zu schnell durch. Ab drauf. So, und den backen wir jetzt auf unseren Grill. So, jetzt backen wir unsere Fische drauf, die auf der Holzplanke sind. Hoffentlich passt das auch alles drauf. Aber ich glaube schon. Ja, wie gemacht. Wir haben noch unsere Räucherpfeife eingesetzt. Die Räucherpfeife ist besetzt mit Kräuterpellets von Smoky Pies. Ich habe hier gewählt die Mediterranen. Wir lassen den Fisch jetzt für ca. 20 Minuten. Das ist ein Erfahrungswert. Das muss man ausprobieren, ob er dann gar ist oder halt nicht. Man wird es sehen. Die Temperatur wird hinterher so sein im Garraum um die 180 Grad. Wenn man das so sieht, wir haben wunderbares Grillwetter. Wir haben ungefähr minus 1 Grad. Es schneit. Fürs Ruhrgebiet 5 cm Schnee ist schon eine ganze Menge. Es ist optimal zum Grillen. Es ist einfach geil. Unser Fisch ist gar. So sieht es zumindest aus. Ich denke mal, wir können ihn aus dem Grill holen und servieren. Meine Leute, wenn ihr wüsstet, wie das riecht. Wahnsinn. Absolut geil. Nun bin ich mal gespannt, ob ich den Fisch einigermaßen vernünftig, ohne dass er kaputt geht, auf den Teller bekomme. Schauen wir mal. Ach, das sieht doch ganz gut aus, ne? Dazu jetzt noch türkischen Kartoffelsalat. Der türkische Kartoffelsalat ist der Wahnsinn. Ich kenne nichts Vergleichbares. Das sieht doch gut aus, ne? Oder? Hm? Ein wenig Soße über den Fisch und fertig ist es.